In den folgenden Minuten möchte ich euch mit hinter die TWS-Kulissen nehmen und euch zeigen, wie diese Spielplatte entstanden ist. Das entsprechende Schritt-für-Schritt-Tutorial gibt's in meinem kommenden Spielplattenbuch. Die Making-of-Infos und exklusiven Handyschnappschüsse aber schon jetzt und hier. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Wie die meisten von euch sicherlich wissen, arbeite ich derzeit mit Hochdruck an den finalen Kapiteln meines Spielplattenbuchs. Und um dabei in jeder Anleitung auch etwas Neues zu präsentieren, hatte ich in diesem Fall folgende Ideen. Zum einen wollte ich einen hohen Hintergrund als eine Art Kulisse integrieren, der zum anderen dafür sorgt, dass die Spielfiguren winzig klein wirken. Inspiriert hatte mich der Film Dredd, in dem Carl Urban den Sci-Fi-Cop Judge Dredd mimt und sich durch einen sogenannten Megablock kämpfen muss. Dieses Gebäude in der Metropole Mega City One soll rund 70.000 Einwohner beherbergen, entsprechend riesig ist es. Das Hauptelement meiner Spielplatte ist aber der Platz vor dem Gebäude, den ich mit angrenzenden Treppen und einer Straße versehen wollte. Entsprechend baute ich erstmal einen kleinen Prototypen, um ein Gefühl für mögliche Maße und Proportionen zu bekommen. Ich entschied mich für 3x3 cm große Fliesen, die ich dann vorab in zwei verschiedenen Grautönen bemalte, um damit ein präzises Muster legen zu können. Und um alles interessanter wirken zu lassen, sollte der Platz leicht gedreht über die Spielfläche verlaufen. Die Fliesen wurden auf eine 6 cm hohe Styroporplatte geklebt, in die ich zuvor passende Ausbuchtungen für Treppen hineingeschnitten hatte. Und zwar genau so, dass die Fliesen haargenau passen würden. Es folgten Treppen, die aus einem Unterteil mit einem Podest und einem Oberteil bestanden. So konnte nämlich später das Oberteil flexibel aufs Unterteil geklebt werden, damit jede Treppe perfekt in ihre Ausbuchtung passte. Apropos Ausbuchtungen, die erhielten eine Verkleidung aus angeschrägten Hartschaumblöcken. Hierfür hatte ich zunächst ein U aus einem Hartschaumstück geschnitten und dann weiter zerlegt, um die Einzelteile dann wieder passgenau zusammenzukleben. Sonst wären die L-förmigen Eckteile nämlich nicht so gut gelungen. Am Fuße der Treppen folgten weitere und etwas größere Fliesen sowie eine Straße aus 2 mm dünnem Kork. Dann ging's auch schon ans Gebäude. Zunächst bastelte ich mal wieder einen Prototypen, um mich an Formen und Maße heranzutasten. Anschließend schnappte ich mir 50 cm hohes Styropor, verkleidete es mit weiteren Hartschaumplatten und schnitt einen Gebäudeeingang zurecht. Auch bei den Fenstern in den oberen Stockwerken experimentierte ich zunächst mit verschiedenen Proportionen. Und zwischendurch ging es für mich auch immer mal wieder raus an die frische Luft, um den Bastelmüll zu entsorgen. So ging es dann Schritt für Schritt weiter, bis ich schließlich überall die grauen Grundfarben auftragen konnte. Und das ist nun auch der aktuelle Stand, bevor ich mich ab morgen ans Verwittern mache. Denn natürlich müssen Platz, Treppen, Straße und Gebäude noch richtig verranzt und verdreckt werden, um perfekt ins postapokalyptische Setting zu passen. Und auch ein paar kleinere Details fehlen noch. Aber ich wollte euch und allen Kickstarter-Unterstützern und Late-Pledge-Teilnehmern schon mal den aktuellen Zwischenstand der Platte und einen weiteren Ausblick aufs Buch zeigen. Ich hoffe, euch gefällt die Mega City One-Platte bereits genauso gut wie mir. Mich freut nämlich besonders, dass ich durch entsprechende Planung viele durchgehende Fugen und damit Linien und Fluchtpunkte auf der Platte habe. Zum Beispiel sind die Platten am Gebäude doppelt so breit wie die Fliesen auf dem Platz, entsprechend verlängern sich dort quasi deren Fugen. Auch die Ausbuchtungen mit den Treppen gefallen mir richtig, richtig gut, ebenso die vielen Schrägen im 15-Grad-Winkel. Wie gesagt, die ausführliche Bau-, Bemal- und Verwitterungsanleitung zu dieser Platte findet ihr in meinem kommenden Spielplattenbuch. Der Late Pledge mit Preisvorteil gegenüber dem späteren Buchpreis ist übrigens noch einige Wochen verfügbar, danach ist das Buch dann bei verschiedenen Händlern vorbestellbar. Schickt mir einfach eine E-Mail an die eingeblendete Adresse, wenn ihr noch am Late Pledge teilnehmen wollt. Ich mache mich nun mal ans Verwittern und wir sehen uns dann in alter Frische nächsten Freitag. Bis dann!